mein Gott, Leute, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Denke ich auch. Ja, hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss. Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike, es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Nein, Mike, tust du nicht. Du bleibst erstmal hier. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur... Es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts, ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh, ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat... Ich weiß, was ich jetzt denke und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily... Wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike. Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn. Emily. Du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Leute? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da ein Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow. Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, Em! Mike, bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist! Nein. Nicht für uns! Nicht, tu das nicht! Mike? Es tut mir so leid. Mach keinen Scheiß! Nein! Nein, tust du nicht! Nein, du tust es nicht! Fuck, ich kann das nicht! Oh mein Gott! Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fixiert sie doch einfach! Beobachtet sie.
Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Mike, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Okay, was nun? Habt ein Auge auf Emily. Unbedingt. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Hinweis entdeckt. Kannibalismus. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist. Ist ja richtig besessen. Ich wollte das lesen. Ah, halt dich an die Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf einem Berg in heftigem Wintersturm. Wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davon gefeit. Er wird erbarmungslos morden. Oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Er wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon. Von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verändern sich die Zähne, wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über die Knochen. Okay, auf die Augen achten offensichtlich. Merkt euch das. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Krähe. Ihre Schamanen erzählten Geschichten von einer großen Kreatur. Das ist eine lange Geschichte. Lass mich jetzt das lesen. Einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Krähen heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Krähen glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich andere Jagdgründe. Ja, suchten sich andere Jagdgründe. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Krähen sagten, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Oh, Kacke. So viel Text. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegungen. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Lass mich das jetzt lesen. Können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Ashley, lass mich das jetzt lesen. Wo war ich? Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen still verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren. Aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen, bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer, das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Einen Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt. Von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen. Okay. So viel Text. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Ah, daher stammen auch die Totems, verstehe. Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Na super. Laut den Legenden der Kree
entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Gut, haben wir Emily nicht erschossen. Gut. Oh. Es kann also nichts passieren. Nein. Was ist denn? Was steht da? Verheimlichen. Emberuigen. Hier steht, dass der Biss. Wenn er dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. I'm sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Hier steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Beruhig doch verdammt nochmal. Tut mir leid. Tut mir so leid. Scheiße. Was denn? Shit. Sam? Wir müssen zu Mike. Sofort. Die Waffe! Chris, nimm die scheiß Waffe mit! Fuck, sie lassen die Waffe einfach liegen! Na gut, das bringt nichts, aber trotzdem. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Lebt Josh noch? Oder bildet er sich das alles nur ein? Das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Die haben mich verletzt, ich habe keinen verletzt. Doch, du hast eigentlich jemanden verletzt. Ich sag's trotzdem mal. Aber natürlich hast du das. Sie waren deine Freunde, du hast sie getäuscht, sie belogen und sie durch eine Nacht des nackten Grauens gejagt. Stimmt. Es tut mir leid. Obwohl ich glaube, es tut ihm nicht leid. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor der furchtbaren Isolation. Lebt Josh jetzt noch?